Ich hoffe, du magst Looping. Ich hoffe, du magst Möhren. Juhu! Ja, kommt ruhig rein hier ins Synchronstudio zum neuen Animationsabenteuer Die Hüter des Lichts. Das wird der Hammer! Es ist wirklich eine fantastische Geschichte mit wunderbaren Figuren. Und ich habe auch eine Rolle, und zwar der Hase. Der Osterhase. Lange nicht gesehen. Muss der Schneesturm 68 gewesen sein. Ostersonntag war das, oder? Du bist deswegen nicht immer noch sauer, Freunde. Jetzt kommt Jack. Jack Frost. Ich hoffe, die Yetis haben dich gut behandelt. Ja, ich lasse mich gerne in einen Sack stecken und durch ein Zaubertor werfen. Oh, gut. Das war meine Idee. Hallo, Jack. Ich habe so viel von dir gehört. Und von deinen Zähnen. Mein was? Mund auf. Sind sie wirklich so weiß, wie alle sagen? Oh, sie funkeln ja wirklich wie frisch gefallener Schnee. Du bist jetzt ein Hüter. Keine Musik. Die Hüter des Lichts sind natürlich ich, der Osterhase. Ho, ho, pow. Der Weihnachtsmann. Die Zahnfee. Mädels, reißt euch zusammen. Der Sandmann. Sandy, warum sagst du kein Wort? Und Jack Frost. Und die versuchen, den schwarzen Mann, den ganz Bösen, sozusagen in Schach zu halten. So ein hübscher kleiner Albtraum. Warum hat Pitch die Zähne gestohlen? Es geht nicht um die Zähne. Es geht um die Erinnerungen daran. Wenn Pitch uns bedroht, dann bedroht er auch die Kinder. Der Osterhase, der Weihnachtsmann, der Sandmann, die Zahnfee und Jack Frost. Alle in einem Film. Am 29. November kommt er ins Kino. Die Hüter des Lichts, auch in 3D. Viel Spaß beim Gucken. Ich hoffe, dass du nie sauer auf mich bist.